Hoppala. Da sieht man den Profi, nichts runtergefallen vom Tomatenbrot und hier sieht man den Anfänger. Oh hey, ich hoffe ihr habt einen guten Snack bei der Hand oder holt euch einen, denn ihr werdet sicher Hunger kriegen. Es wird nämlich heute vegan und hoffentlich sehr, sehr lecker. Digga! Das könnte jeder könnte Veganer werden. Für das Frühstück von Unge habe ich mir direkt mal Mandelmilch gecheckt und so eine vegane Honigalternative. Denn er isst tatsächlich sehr gerne Porridge morgens. Der wird auch zu Hause dann selber gemacht und zubereitet. Haferflocken habe ich schon da. Die packen wir jetzt zusammen mit Mandelmilch, etwas Zimt und unserem veganen Honigersatz in einen Topf, kochen das Ganze schön schnell auf und dann haben wir auch schon unseren kleinen Haferbrei. Okay Leute, wir brauchen da definitiv noch eine Portion süß. Verzieren den mit so ein paar Blaubeeren und Himbeeren, bisschen Topping noch drüber und Kakao darf natürlich auch nie fehlen. Und wenn das jetzt nicht traumhaft aussieht, Leute, dann weiß ich auch nicht. Ich habe richtig Bock auf dieses Video. Ich werde die nächsten Tage tatsächlich mich ernähren, wie es die Veganer tun, beziehungsweise Unge habe ich mir hier als Vorbild genommen. Großes Shoutout auch an dieser Stelle an ihn und an Marius angeschrien. Er hat nämlich dieses Food Diary von Unge festgehalten und daran orientiere ich mich. Ich verlinke es unten, genauso wie seinen Kanal. Schaut da gerne vorbei. Also Porridge. Beste. Wer meine Food Diaries auch von ganz früh noch kennt, weiß, dass ich mehrfach in der Woche vegane Tage oder vegetarische Tage auch mache. Ich würde mich sozusagen als Flexitarier bezeichnen. Der Flexitarismus ist eine Esskultur, welche den gelegentlichen Fleischkonsum zulässt, ihn jedoch nicht zum Mittelpunkt macht. Und wann ist ein besserer Zeitpunkt als im Januar, um wieder mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, wie sich auch andere Leute ernähren, welche leckeren Gerichte es außerhalb der eigenen Blase noch so gibt. Und es ist auch der perfekte Zeitpunkt, um wieder genügend Wasser zu trinken, Leute. Über Weihnachten habe ich das so ein bisschen schleifen lassen. Jetzt gibt es allerdings wieder mindestens 2 Liter täglich. Bam! Willst du auch ein Bite von meinem leckeren Obstporridge? Ich habe richtig Bock, jetzt wieder mal so ein bisschen zu entschlacken, zu detoxen. Hallo? Nach dem hier fühle ich mich jetzt auf jeden Fall schon sehr gut gesättigt und genährt und ich hoffe, dass es genauso lecker die nächsten Gerichte jetzt auch weitergeht. Hunger! Steve! Ich freue mich besonders auf das, was als nächstes auf Unges Speiseplan steht. Und zwar... Okay. Ihr seid wohl auch schon ganz übermütig. Es gibt Sushi, Leute. Eine gute Ladung Sushi muss daher. Oh, veganes Sushi. Wir werden uns jetzt hier das alles bestellen, beziehungsweise du bestellst dir alles und ich bestelle mir nur das vegane Zeug und hoffe, dass es nicht nur 3 verschiedene Sachen gibt. Aber ich liebe die Challenge. 15 Minuten später. Na, schon am Verzweifeln? Es gibt nichts, wirklich nicht so viel. Von all diesen Sachen gibt es genau 2 Sachen, die vegan sind, unter den Makis. Super, danke schön. Wir haben hier Miso-Suppe mit Soja, wir haben hier Sojasprossensalat, dann haben wir hier die Gurken-Maki und hier deine Garnelos und Edamame plus Algensalat. Sojasauce ist zum Glück auch vegan, oder? Wir haben hier einmal ein ziemlich gut aussehendes Gemüse-Maki, ist sogar fancy Zeug außen drauf. Avocado-Maki, das ist noch mit Haselnuss auch gefüllt. Bei dem fehlt absolut überhaupt nichts. So Gurken-Maki, wo du nur die Alge hast mit Reis und Gurke oder Avocado, die finde ich auf Dauer ein bisschen lame. Also das schaffe ich 4 und dann interessiert es mich nicht mehr. Aber so geht das schon. Sind die vegan? Frühlings. Jetzt fühle ich mich auch mal so sassy. So, ist das vegan? Bisher finde ich es nicht so schlimm, Stevie beim Essen zuzuschauen, weil tatsächlich alles, was hier steht, für mich ist. Und es ist gar nicht mal so wenig. Guckt euch mal diese Auswahl an. Und wir haben ja auch schon die Makis eigentlich aufgegessen. Das hier sieht auch sehr, sehr gut aus. Das ist Tofu. Der, glaube ich, frittiert ist. Okay, wow. Das werde ich definitiv in Zukunft auch bestellen. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich es liebe, so ganz neue Geschmäcker kennenzulernen, die ich vorher noch nie probiert habe. Natürlich nur, wenn es gut ist. So Leute, die Schlacht ist geschlagen. Steffi gönnt sich jetzt hier noch ein Matcha-Eis. Das Einzige, was ich noch runterbekomme. Das ist ja quasi Wasser. Ich habe auch 1,5 Liter Wasser getrunken mit Zitrone. Somit habe ich heute schon über 1,5 Liter. Bisher ist mein Tag sehr ausgewogen, was die Ernährung und die Nährstoffe und Vitamine und so weiter betrifft. Da muss man ja auch immer so ein bisschen aufpassen, wenn man seine Ernährung groß umstellt. Also viele Veganer führen dann Vitamin B12 zu, aber ich muss euch ehrlich sagen, das hier ist mehr zur Unterhaltung und ich habe da jetzt nicht die großen Insights.
Ich liebe Brot, ich liebe gutes Brot, ich liebe den Duft von Brot. Oh, Brot, ich liebe Brot. Life Goal, finde jemanden, der dich so sehr liebt, wie Simon Brot liebt. Und zwar nicht irgendein Brot. Das ist mir am wichtigsten, Vollkorn, entweder Dinkelvollkorn oder Roggenvollkorn. Merkt man, dass ich seine Ernährung sehr ernst nehme? Also wenn ihm das jetzt nicht genug Zwiebeln sind, dann weiß ich auch nicht. Okay, Leute, seid ihr ready für ein kleines Abendessen? Ich habe jetzt keine Ahnung, bei welchem der beiden ich Tabasco verwendet habe. Denn das nimmt Simon tatsächlich statt Butter. Ich esse nie Butter auf Brot. Bei ihm auf dem Brot ist auch noch so ein bisschen Salat. Ich bin gerade absolut fassungslos. Diese Zwiebeln, die kicken halt einfach anders. Wow, nie mehr ohne. Immer die roten Zwiebeln nehmen. Haben mehr Antioxidantien als die weißen. Und jetzt kommt das legendäre Tabasco-Brot. Ich esse eigentlich ganz gerne scharf, also das sollte mich jetzt eigentlich nicht umbringen. Hoppala. Da sieht man den Profi, nichts runtergefallen vom Tomatenbrot und hier sieht man den Anfänger. Keine Ahnung, warum ich jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Brot auf einmal verlernt habe, wie man isst. Aber es schmeckt fantastisch. Macht ihr das auch immer, wenn ihr mit vollem Mund reden wollt? Vom Tabasco habe ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr geschmeckt als beim ersten Brot. Ich hätte da irgendwie anscheinend noch mehr drauf kippen müssen. Oder ich bin ganz einfach zu abgehärtet. Damn, it feels good to be a gangster. Einen guten Durst hat es aber allemal gemacht. Ah, und ich merke, ich muss wieder mal den Pott austauschen. Das war jetzt Orange Vanilla Swirl, den hatte ich einfach seit vor Weihnachten drauf. Also bei mir persönlich halten diese Air-Up-Pots immer wesentlich länger als angegeben. Und bei denen mache ich ja auch gerade bei der Just Water Challenge mit. Die läuft seit 10. Januar bis zum 23. noch. Aber ich habe vor, einfach weiterhin mindestens 2 Liter zu trinken, weil ich einfach merke, es geht mir damit so viel besser, Leute. Meine Haut ist reiner, ich bin irgendwie fokussierter, ich kriege viel seltener Kopfweh und überhaupt keine Blasenentzündung mehr. Ja, das war früher so wirklich so ein bisschen ein Problem. Ja, will ich das auf YouTube sagen? Egal, vielleicht hilft es jemandem da draußen. Trinkt einfach mehr, wenn ihr unter diesen Beschwerden leidet. Das ist jetzt Basilikum-Zitrone. Ist das krass? Das ist einfach, als hätte da jemand Basilikumblätter reingedrückt. Ich schwöre. Die Zitrone ist nicht so prominent, aber Basilikum, wirklich Wahnsinn. Die Flasche ist auch schon wieder halb leer, nur allein, weil ich diesen Geschmack schmecken will. Das animiert wirklich enorm mehr zu trinken, Leute. Ich verlinke es euch unten. Ich habe auch einen Rabattcode, der aktuell noch gilt. Mit Gimlian könnt ihr auf alles bei ab 10% sparen über den Link in der Infobox unten. Schau mal, Pä, es gibt jetzt einen kleinen Snacky-Snack. Sie hat keinen Bock drauf. Ich dafür umso mehr, Leute. Und zugegebenermaßen, Unge hatte, glaube ich, irgend so einen Vanillejoghurt, aber ich bin halt einfach Schokolade. Zumindest einmal am Tag brauche ich meine Schoki. Bin heute auch ganz gut satt geworden. Nicht zuletzt, weil zu Mittag das ja All You Can Eat war. Ich weiß gar nicht, ob das rausgekommen ist. Also alles reibungslos gelaufen heute. Und bisher gefällt mir seine Ernährung sehr, sehr gut. Auch wenn Pebbles im Hintergrund rebelliert. Gute Nacht. Sorry an alle, die ich jetzt da draußen mit meinem Gehen angesteckt habe. Und Prost! Wir exen jetzt die ersten 400 Milliliter des Tages fertig. Ich muss mir jetzt schnell was Ordentliches anziehen noch. Oh, hier ist Chaos im Hintergrund. Hat keiner gesehen. Denn es geht jetzt auf eine kleine Bowl. Unge isst wohl genauso gerne Bowls wie ich. Das wird jetzt so ein kleiner Mittags-Frühstücks-Brunch-Mix. Die Bowl war grandios, Leute. Es hat so gut geschmeckt. Und jetzt sind noch die kleinen Babys dran. Der schreit immer so, ja, der kriegt regelmäßig zu essen und das ist schon die zweite Portion heute. Es gab heute auch schon Frühstück. Nicht, dass hier alle glauben, ich lasse meine Katzen verhungern. Apropos Katzen und vegan und so, was haltet ihr eigentlich von veganer Ernährung von fleischfressenden Tieren? Das ist ja ein umstrittenes Thema, aber meiner Erfahrung nach tauscht ihr in dieser Community euch immer sehr zivilisiert und reif aus. Deshalb spreche ich das auch mal an, das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, meine Haare sind mittlerweile auch schon so gut wie trocken. Ich werde mich jetzt mal kurz anziehen. Moment. Oh, hi. Was macht ihr denn hier drin? Oh, dass ihr nicht friert. Es gibt jetzt Tomatensuppe à la Simon Unge. Zuerst schneiden wir unsere Zwiebeln. Knoblauch machen wir auch noch rein. Das Ganze dünsten wir dann kurz an. Geben noch unsere Tomaten dazu. Bisschen Tomatenmark, bisschen Wasser, Gemüsebrühe. Und das ist auch schon die Hexerei. Und das wunderschöne Ding ist fertig. Oha, ich werde ein riesen Tomatenfan durch dieses Video. Und jetzt machen bitte alle den Hand-Emoji in die Kommentare, die das TikTok dazu kennen. Könnt jetzt mindestens noch einen zweiten Teller essen.
Aber nein, es gibt zum zweiten Gang Brote. Die werden wir allerdings dieses Mal mit sauren Gurken kombinieren, Leute. Ja, richtig gehört. Zack, zack. Mir kommt's jetzt schon hoch. Wer denkt sich sowas denn aus? Guten Hunger. Nein, einfach nein. Ich mag ja saure Gurken sonst wirklich gern, aber das ist einfach zu intensiv mit den Zwiebeln. Ich freue mich jetzt schon, den Geschmack loszuwerden beim letzten Gang. Nur eine kleine Messerspitze Schoko. Was das betrifft, sind wir wohl exakt auf einer Wellenlänge. Ich finde, Brot ist nur so dazu da, als quasi Unterlage und Teller, um diese Schokocreme in den Mund zu transportieren. Und das erinnert mich gerade an meine schwangeren Food-Kombinationen. Würde mal sagen, Newton. Jetzt ist alles wieder verziehen. Ein bisschen mehr Creme geht noch. Das ist euer Zeichen, euch auch Schokolade zu gönnen. Oh, hallo. Dankeschön. Ist das alles, oder? Ich bin das nicht gewöhnt, dass ich so kleine Paketchen bekomme, denn der Herr ist heute nicht mit, der hat noch etwas aus der Arbeit. Spoiler Alert, das ist einer meiner absoluten Lieblingsburger, den ich auch relativ häufig bestelle. Das Ganze ist auch so ein bisschen so Chicken Burger mäßig, ist allerdings ein Soja Patty. Dazu gibt's wie immer bei mir Süßkartoffelpommes. Was soll ich sagen? Oh, der so richtig schön knusprig. Fun Fact übrigens, ich habe es heute geschafft, 3,5 Liter Wasser zu trinken. Da werde ich definitiv auch dahinter bleiben und kann es euch auch nur raten, ob aus dem Glas oder aus der RA. Mit nichts tut man mit so wenig Aufwand so viel für seine Gesundheit. Ihr könnt wie gesagt 10% sparen mit Kimlian über den Link unten in der Infobox. Es gibt sehr selten Rabatte von RA. Und neben dem werde ich, glaube ich, auch in der veganen Ernährung dranbleiben für diese Woche. Es ist gerade irgendwie so ein Flow. Schaut jetzt auch gerne in meinem neuen Vlog vorbei. Wir waren zusammen bei der Pediküre und haben so ein bisschen Körperbild, Real Talk über meinen aktuellen Zustand, mein Gewicht und so weiter gehabt. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bye!